Unsere Welt und unser Leben werden immer digitaler. Fast jeder von uns besitzt inzwischen ein Smartphone. Und Apps sind unsere täglichen Begleiter. Wir kommunizieren mit ihnen, verbringen gemeinsam Zeit mit Apps und Online-Spielen, erledigen unsere Bankgeschäfte und teilen unser Leben mit Freunden, Follower und der ganzen Welt. Keine Frage, Apps sind praktisch, machen Spaß und sie lassen sich so schnell und einfach installieren. Nur ein Klick und schon werden wir als Nutzer selbst zum Produkt. Denn inzwischen greifen viele Apps rigoros auf unsere Daten zu, die wir dann unabsichtlich durch unser Smartphone weitergeben. So gelangt eine Unmenge an Daten in die Hände der App-Hersteller oder Dritter, die die Komponenten der App liefern. Doch woher wissen wir, ob die Unternehmen mit diesem Teil unserer Identität gewissenhaft umgehen, ihn ausreichend schützen oder doch missbrauchen? Fahrlässigkeit und böser Wille machen unsere Daten angreifbar. Unberechtigte Dritte erstellen Profile von uns, spionieren uns aus, beeinflussen und lenken jeden weiteren Schritt, den wir online gehen. Diese scheinbar harmlosen Apps sind weltweit bereits auf mehreren Milliarden Geräten installiert und es werden jede Minute mehr. Stopp! Wir von der Technischen Universität Darmstadt wollen aufklären und wollen dabei helfen, die sicheren Apps von den Datensaugern zu unterscheiden. Dazu arbeiten wir an Lösungen, die das digitale Leben aller Menschen sicherer und selbstbestimmter machen. Unsere Forschung ermöglicht es, Apps aufzudecken, die im Geheimen Daten sammeln und für ihre Zwecke missbrauchen. Von 100.000 Apps, die wir bisher untersucht haben, enthalten 76% versteckten Code. Dieser macht die Kommunikation unsicher und ermöglicht die unnötige Weitergabe von persönlichen Daten. Diese versteckten Codestellen kann unser KI-gestütztes Analyse-Tool identifizieren und damit heimliche Zugriffe auf persönliche Daten aufdecken. Unschädlich machen können wir diese Apps nicht, aber wir können das Problem der geheimen Datensammlung sichtbar machen und damit ein Bewusstsein schaffen in der Politik, Öffentlichkeit und App-Entwicklung. Und natürlich forschen wir weiter. Die neuesten Technologien wie künstliche Intelligenz helfen uns dabei, aktuelle und zukünftige Bedrohungen durch versteckten Code aufzudecken. Wir alle müssen uns diese Frage stellen. Möchten wir in einer Welt leben, in der wir das Produkt sind? Oder wollen wir die Kontrolle behalten über unsere Daten und das, was mit ihnen geschieht? Ich hab's in der Hand. Ich entscheide, welche Apps ich nutze. Denn meine Daten gehören mir.